kann das erklären? Das ist alles für die Wissenschaft. Ein Experiment. 3 Monate unter der Erde, dann kam eine Reizwäsche in die Schweiz. Zu Dr. Franz Bender von der Uni Zürich. Der steht nämlich auf verrottete Schlüppis und hat schon Tausende zugeschickt bekommen. Am Zersetzungsgrad kann er nämlich die Bodenqualität ziemlich präzise ablesen. Ganz ohne komplizierte Messgeräte. Auf einer Wand der Beweise ist das Ergebnis ausgestellt. Tausend Männer und Frauen haben bei dem Projekt mitgemacht und 2000 Unterhosen vergraben. In Gärten, auf Äckern, in Parks. Noch nie haben sich in der Schweiz so viele Menschen an einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt beteiligt. Und so funktioniert's. Die Unterhosen bestehen aus Biobaumwolle. Das ist organisches Material und wird von dem ganzen Kleingetier in der Erde abgebaut. Übrig bleiben dann nur noch die Gummiteile. Je besser es dem Boden geht, desto weniger Unterhose ist nach 3 Monaten noch übrig. In Privatgärten verrotten die Schlüppis am schnellsten. Begründung: Hier wird oft Kompost eingesetzt. Gutes Futter für viele Bodenlebewesen. Die Hose wird schnell zerfressen. Weniger gut sieht es bei Äckern aus. Gut erhaltene Unterhosen zeigen an, dass der Boden und seine Bewohner gestresst sind, weil große Maschinen die Erde umpflügen und verdichten und viel Chemie eingesetzt wird. Fazit: Kommt der Bauer mit dem Pflug, hängt noch viel am Gummizug. Ist der Gärtner gut zum Boden, hängt keine Wolle mehr am... Nein! Sag mal, spinnt ihr denn? Das ist doch unterirdisch. RTL hin oder her. Das hier ist immer noch eine Wissenschaftssendung, liebe Leute. Keine Gags unter der Gürtellinie.